damals auf dem Schulhof schon. Er hat immer bei den Kleinen gesessen und immer mit den Kleinen umhergespielt und alles. Und wir haben ihm auch schon immer damals gesagt, dass er es lassen soll mit den Kleinen lieber, weil das gibt bloß Ärger und ja. Ich kenne Jonas von der Schule aus und wir haben uns auch in der Schule kennengelernt und ich kenne ihn schon über 9 Jahre und er ist ein Einzelgänger, muss man so sagen. Er macht auch, er macht lieber was alleine, anstatt mit anderen. Denn sein Freundeskreis war eher, ich möchte sagen, gering, sehr gering. Er brauchte keine Freunde, er war für sich, er war so Einzelgänger. Ein schlanker junger Mann. Wie soll ich sagen? Ist eigentlich nett. Ne? Grüßt. Höflich. Aber irgendwie ist mir der ein bisschen suspekt so. Unheimlich. Er war immer ein guter Kumpel, er war auch immer zurückgezogen, aber wie auch immer, es war auch, weiß ich nicht, wie soll ich jetzt sagen? Es war halt, weiß ich nicht, komisches Gefühl in mir so, dass ich das so gehört habe und das also auch wirklich getan hat. Er sieht ziemlich schlank aus, ne? So kindlich, ne, kann man sagen. Hätte ich dem echt nicht zugetraut, damit er zu so einer schlimmen Tat fähig ist. Hätte ich echt nicht gedacht. Ja, ich war halt auch sehr überrascht, als ich das gehört habe, weil eigentlich ist er ja ein sehr, sehr netter und lustiger Typ. Ich habe nicht gedacht, dass er sowas macht. Er ist nämlich halt sehr nett, sehr lustig. Ich hätte es ihm einfach nicht zugetraut, nein. Ich war in der Küche, habe Kaffee getrunken und da war der junge Mann von oben. Und der hat ein kleines Mädchen gesprochen, mit so einem lockiges Mädchen, na, lockige Haare. Und dann wollte ich zum Friedhof fahren, hab mein Fahrrad rausgeholt. Und dann sagte der junge Mann zu dem Mädchen, möchtest du einen Blumenstrauß haben? Möchtest du einen Blumenstrauß haben? Ich schenk dir einen Blumenstrauß. Komm, ich schenk dir einen Blumenstrauß. Und dann haben sie sich unterhalten. Und dann bin ich losgefahren und hat noch einen Sack vergessen mitzunehmen. Und dann bin ich nochmal zurück und da haben sie weiter nachgesprochen. Da hat er noch einmal gesagt, möchtest du einen Blumenstrauß von mir haben? Möchtest du einen Blumenstrauß haben? Und das Mädchen hat gesagt, na, wenn du mir einen schenkst, ne? Schenkst du mir denn einen? Ja, schenk dir einen. So, und dann bin ich losgefahren und weiter weiß ich nichts. Nein, ich kann es nicht. Ich habe es mir aber genau angeguckt. Lockige, kleines Mädchen halt. Lockige Haare, blond. Mit so einer blaue Jacke so. Die man sich so, hat sie sich so ausgezogen und rumgeschnallt. Ja, wie man so Gürtel so halt macht. Ja. Also so kennen und gesehen habe ich es auch noch nie so, das Mädchen. Er kam ja bei mir noch beim Gartentor vorbei. Ich war bei der Gartenarbeit, habe Hecke geschnitten. Dann kam er mit so einem kleines Mädchen und ich habe ihn dann gefragt, so, wo er hin will. Und wir haben uns nochmal begrüßt und wo er denn hin will und alles. Und dann kam es gleich so Spanisch vor mit dem kleinen Mädchen. Und dann habe ich von meiner Mutter, ihre Chefin, war das ja denn, er hat dann eine Sprachnachricht geschickt vom per WhatsApp denn, und dass ein kleines 6-jähriges Mädchen vermisst wird vom Spielplatz halt, braucht mir gar nicht die Beschreibung anhören von irgendwem, ich brauchte mir gar nicht wirklich die Beschreibung nicht anhören, weil es, er ist einfach
Es hat einfach bei mir Klick gemacht. Weil mit kleinen Kindern, er. Und dann bin ich auch die zur Fischertreppe hochgefahren. Mit Fahrrad schnell. Aber ich habe keinen gesehen. Und wo ich das denn gehört habe, dass er dann vergewaltigt, also dass er sie dann vergewaltigt hat, war schon ein großer Schock. Wirklich ein sehr großer Schock. Weil ich habe es immer so für. Ich habe es ihm zugetraut, aber ich habe nie für möglich gehalten, dass es wirklich tut. Da fühle ich mich überhaupt nicht gut. Wenn ich das irgendwo geahnt oder gewusst hätte, dann wäre ich stehen geblieben oder hätte mal auf der Bank gesetzt. Ja, ich mache mir Vorwürfe, weil ich losgegangen bin und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte man einschreiten können vielleicht. Kurz vor 3:30 haben wir einen Notruf bekommen von einem Vater, der gemeldet hat, dass seine 6-jährige Tochter soeben mit einem Mann davongegangen ist. Und sie hatte zuvor beim Wohnhaus mit einem Spielkameraden gleichaltrig gespielt. Und der lief dann ins Haus zurück und hat dem Vater dann berichtet, dass das Mädchen mit einem Mann weggegangen ist. Und daraufhin wurden sofort eben Streifenwagen nach Ferdinandshof geschickt. Und insgesamt waren dann an der Suche etwa 20 Beamte beteiligt, unter anderem auch ein Suchhund. Und nach etwa einer Stunde traf man die beiden dann an in der Bahnhofstraße, hat den Tatverdächtigen sofort festgenommen und nachher stellte sich heraus, dass innerhalb dieser circa einer Stunde das Kind durch den tatverdächtigen 18-jährigen Deutschen schwer sexuell missbraucht worden ist in Ferdinandshof. Wir gehen im Moment davon aus, dass er sie von dem Wohnumfeld weggelockt hat, indem er ihr Blumen gezeigt hat und sie dann zu einer Wiese gelockt hat. Und dort vermuten wir dann auch den Tatort des schweren sexuellen Missbrauchs. Und danach ist er dann eben mit ihr zu Fuß weiter im Ort unterwegs gewesen, wo er dann in der Bahnhofstraße letztlich auch gefunden wurde und dort auch festgenommen wurde von unseren Kollegen. Also das Mädchen wurde nicht körperlich noch zusätzlich misshandelt von dem Tatverdächtigen, aber sie ist natürlich entsprechend des Tatvorwurfs auch entsprechend natürlich jetzt in der Betreuung und wird von Familie und so weiter auch abgeschottet. Das ist auch gut so. Und weitere Angaben zum konkreten Zustand geben wir auch nicht aus Schutz der Persönlichkeitsrechte des Mädchens. Also zu den ganzen Hintergründen, wie es zu der mutmaßlichen Tat gekommen ist und warum es sich um dieses Opfer gehandelt hat, dazu laufen noch die Ermittlungen. Dazu können wir uns nicht äußern.